Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spellfors. So, unsere Lager, die wir schön erbaut haben. Unsere Armee, die sind futsch. Oh. Wir werden angegriffen. Habe ich nicht gesehen, sorry. Ah, das ist die Wasser. Das ist der Brunnen. Auch lustig. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. Oh, Stufe 7. Soll ich es wagen oder soll ich es nicht wagen? Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Haben wir irgendwelche Zauber eigentlich? Standhalten, Männer! LOL! Ich sag nix. Wir werden angegriffen! Ich versuch's jetzt einfach mal. Wir haben ja, wieso kann ich das nicht? Achso, wir sind nicht Stufe 1 hier. Was brauchen wir denn dafür? Ja, wieso kann ich die nicht nutzen? Steht nicht da, was ich brauche. Was ist denn das? Unterstützung. Heiße Magie, ja, was ist das? Oder brauche ich mehr davon? Ach, verdammt. Der Zauber war mal äußerst praktisch. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Oh, jetzt. Hä? Wieso geht jetzt auf einmal? Ich bin verwirrt. Standhalten, Männer! Ich frage mich, was passiert, wenn wir wirklich den Brunnen vergiften? Fallen die dann hier um? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass wir unser Monument wieder aufstellen müssen, aufbauen müssen. Aber andererseits den ganzen Weg da wieder zurücklaufen? Hm. Was? Mich verarschen? Vorsicht! Da, ein Riese. Vielleicht sollten wir dem besser ausweichen. Kommst du denn darauf?
Der hat aber eine schicke Truhe. Anders jetzt, Stufe 7 Spinnen haben wir eben auch platt gemacht, aber ein Riese ist wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer. Wasserquelle, dies ist die einzige klare Quelle in dieser Gegend. Gift in die Quelle geben. Das Gift vermischt sich spurlos mit dem Wasser, wie jeder der bla bla bla. Da, das Gift zeigt Wirkung. Was? Töten! Es beginnt! Schnell! Öffnet Cetrius und seinen Leuten das Tor! Ich komme... Wie komme ich da hin? Ernsthaft, wie komme ich da jetzt hin, ohne gleich eine Packung zu kassieren? Zum Glück hat er nicht so einen großen Radius. Aber die. Hui, das hätte auch schief gehen können. Eieiei. Wie soll ich das Tor öffnen? Das zu. Sag nicht, dass da noch ein Weg gewesen wäre. Weil hier komme ich nicht runter. Wenn ich hier wieder hochrenne. Hier gab es ja auch keinen Weg runter. Ich bin gespannt, was hier auf uns wartet. Das sieht nämlich aus wie eine Arena. Und viele große Tiere sind hier gestorben. Naja, gut, sind wir nochmal einen Umweg gelaufen, auch nicht schlecht.
Männer! Bin gespannt, wo es dahin geht. Aber bis dahin hat uns auch so ein Turm schon erwischt, also können wir erst aufmachen. Machen wir die noch platt? Runenkrieger, zu mir! Ich bin ja gerade sehr stark versucht, hier noch hinzugehen. Hauptsache werden wir nicht angegriffen. Häuser. Sehr merkwürdig das Ganze. Nischt. Einfach so. Nischt. Leck mich doch. Aber wozu ist denn der ganze Weg hier gut? Ist doch total hirnrissig. Nicht mal eine Kiste oder so. Und wie kommt man... Achso. Über das Lager kommt man hier rein. Wenn der Typ, dieser Dunha oder wie der heißt, nicht mal da in diesem Kreis auf uns wartet, dann... Weil hier scheint er nicht rumzustehen. Ah, okay, doch. Aber der ist doch anders. Der ist doch anders. Dunhan. Na gut, das Tor machen wir dann in der nächsten Folge auf. Wo sind die beiden? Ja, okay. Und wo ist sie? Ah, sie kommt schon angelatscht. Okay, das war ja wieder super, Leute. Spitze wieder gemischt. Bis dann.